Konfliktmission 3 war bis vor wenigen Stunden für mich das Missions-CD-Gegenstück zu Dark 6. Das ist auch ein Grund, wieso ich mich noch nicht mit Mission 2 befasst habe. Ich habe vieles ausprobiert, versucht Esstürme auf der Mietinsel und sogar auf der kleinen Insel neben den Mayas zu bauen, aber alles vergebens. Die Karte schien mir auch für Siedlermauern ungeeignet. Nun war mir die Idee gekommen, die feindlichen Schwertkämpfer mit mobilen Fleischwölfen zu ködern, damit es nie zu einem Angriff kommen kann. Doch dann wurde mir etwas klar, was ich in einem kommenden Video noch näher erläutern werde. Wir spielen als Wikinger und sollen zwei Siedlungen der Römer und Mayas zerstören. Beide Siedlungen haben richtig übertriebene Verteidigungen, aber zum Glück sind die Wikinger mit ihren Axtkämpfern ja Experten darin, genau solche einzureißen. In der südlichen Bergkette findet ihr Eisen, Gold und Spuren von Steinen, während ihr in der nördlichen Bergkette Kohle, Gold und Stein bekommen könnt. In der Gegend liegen außerdem verschiedene Waren herum, die ihr im Laufe eurer Expansion automatisch einsammeln werdet. Unsere Siedlung wird direkt am Anfang angegriffen, aber den nördlichen Priester könnt ihr einfach retten, alles andere ist nicht weiter tragisch. Letztendlich ist der Trick für diese Karte sehr einfach. Siedlermauern sind sehr effektiv und wie mir klar wurde, müssen sie nicht jeden möglichen Zugang abdecken. Nur die, die die KI auch nutzen will. Über welche die KI kommen wird, ist auch ein Stück weit zufallsbedingt, aber erfahrungsgemäß sind es für die Mayas diese zwei und für die Römer diese zwei. Wenn ihr diese blockiert, habt ihr nahezu alle Zeit der Welt. Eine Sache, die ihr beachten müsst, gibt es allerdings schon noch. Die Römer werden im späteren Verlauf, so nach etwa 2,5 Stunden, in eure Richtung expandieren und dabei eure Siedlermauern zerstören. Die Mayas scheinen aber dazu nicht in der Lage zu sein. Die Römer sollten daher euer erstes Ziel darstellen. Ich hatte die Fähigkeit der Römer, in die Engpässe zu siedeln, unterschätzt und kurz nachdem ich mit einem Angriff auf die Mayas begonnen hatte, erwischten sie mich praktisch mit runtergelassener Hose. Zwar haben sie die Abwesenheit meiner Soldaten nicht wirklich ausgenutzt, es zwang mich aber in einen überflüssigen Zwei-Fronten-Krieg, den ich mir hätte sparen können. Sobald alle Türme erobert oder zerstört wurden, ist auch diese Mission bezwungen.